Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, in Anbetracht der Zeit, und dass die Finanzministerin der ansonsten gewohnten Redezeit oder dass sie ihre sonst gewohnte Redezeit etwas überschritten hat, möchte ich mich etwas kürzer halten und möchte mich dafür bedanken, dass die Finanzministerin doch eine sehr realistische und komplexe Darstellung der Situation bei diesen Verhandlungen uns hier erläutert hat. Die Finanzministerin, das hat sie auch gesagt, hat natürlich nicht nur das Land, sondern auch die Kommunen mit zu vertreten. Und sie hat es gesagt, und mir erschließt sich das auch richtig, ich denke, dass eine Kommune hier in unserem Bundesland, auch nämlich meine Heimatkommune, doch andere Interessen hat als eine Kommune in Bayern, sodass es vielleicht nicht unbedingt günstig wäre, wenn alle mit an den Tisch kommen. Ja, und je mehr Köche um den Brei herumstehen, desto schlechter wird er meistens dabei. Ich möchte an die Fraktion der Linken gewandt einmal etwas zu Ihrem Änderungsantrag sagen. Sie haben ja da schon bestätigt, dass die Landesregierung und speziell eben auch hier die Finanzministerin eine sehr gute Arbeit leisten. Und ich habe eigentlich gedacht, auch in Anbetracht, dass wir heute Morgen eine Einladung für den Finanzausschuss bekommen haben, in der als Tagesordnungspunkt 3 eine Anhörung genau zu diesem Thema steht, dass Sie Ihren Antrag zurücknehmen. Ich lehne deshalb, weil wir in der Diskussion sind, weil auch die Finanzministerin sehr häufig schon über dieses Thema berichtet hat, im Namen meiner Fraktion diesen Antrag ab. Danke. Danke. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete.